So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, bevor das wirkliche Video beginnt. Ihr werdet jetzt gleich im Hintergrund ein Video sehen von meinem Designer. Ein Video zum Trotz, alle Infos, was ihr wissen müsst. Dann schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn wir sehr, sehr viele Fragen bekommen werden. Einfach Hashtag Trotz und dann eure Frage stellen oder einfach nur eure Frage stellen. Dann werde ich ein Trotz FAQ die Tage drehen und aufnehmen und alle Fragen nochmal zum Trotz beantworten, die ihr habt. Ihr könnt ruhig mehrere Fragen stellen, einfach in die Kommentare. Damit würde mich freuen, wenn wir ein paar Kommentare zusammenbekommen. Und wenn ihr auch mal auf diesem Kanal sein wollt und damit vielleicht einen kleinen Push bekommen wollt oder sonstiges, einfach ein gutes Trading-Video machen oder ein gutes FIFA-Video mir zusenden und ich schaue es mir dann an. So hat es mein Designer auch gemacht, hat mich gefragt, ob ich es hochladen kann und ich kann es 100% hochladen. Er hat eine geile Qualität für seine 300, 200 Abonnenten. Deswegen lasst ihn gerne ein Abo, da würde mich sehr, sehr freuen. Port ist kein Mod, Jungs, er hat 200, ich glaube 70 Abos. Wenn ihr vielleicht 300 voll machen könntet, würde mich sehr, 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 sehr freuen. Es geht jetzt los mit dem Video. Ich bin raus, wir sehen uns am Morgen wieder. Morgen auch mit der Auflösung vom Gewinnspiel. Für ja, den Account, für die 150 bis 200.000 Coins. Morgen dann im Video. Wir sehen uns morgen wieder. Spammt die Kommentare voll mit Fragen. Ich bin erstmal raus. Haut da rein und ciao. Moin Leute, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder ein Trading-Video, kann man das schon nennen, würde ich sagen. Und zwar gibt es heute ein paar TOTS Investments bzw. Investitionstipps. Ich denke mal, so wird man es ganz gut beschreiben können, denn ich zeige euch heute, was es für SBCs gab, in was für einer Reihenfolge die SBCs waren und. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein, schauen wir uns mal an, in was wir investieren können. Let's go. Ja, in FIFA 18 war das Ganze so, dass man sehr viele 83er, 84er Teams abschicken musste für SBCs, aber auch seltene Goldspieler. Ganz normale seltene Goldspieler hat man gebraucht. Und zwar, jetzt kommen wir schon zu der ersten SBC, für 81 plus SBCs oder allgemein Ligen Upgrade SBCs. Bedeutet, das kennt man ja eigentlich, das gab es ja jetzt auch beim Totti und. Da kann man hingehend eigentlich, ja, ich würde sagen, nicht wirklich investieren. Kauft er vielleicht oder er bietet viele seltene Goldspieler so für 650, versucht es, oder 700, das geht auch noch. Nehmt die einfach schön günstig mit. Und dann soll das passen, werden aber nicht wirklich doll steigen, da auch viele Packs gezogen werden und man viele Goldspieler in oder da viele Goldspieler auch dann im Umlauf sein werden, werden die auf jeden Fall nicht doll steigen. Andersrum, beziehungsweise anders ist es bei einer TOTW SBC, wird die rauskommen bei einem geilen Team of the Week, wobei ich denke nämlich, dass es keine Team of the Week SBC sein wird, nur für dieses spezielle TDW, sondern für alle, die es bis dahin gab. Ich denke mal, das wird dann wirklich für alle sein. Da kann man dann natürlich auch Ronaldo oder ja Messi ziehen. Von daher wird da noch einige steigen, tippe ich mal. Wobei man auch sagen muss, dass der Markt allgemein vom TOTS natürlich ziemlich weit oben sein wird, von den Preisen her, aber dann immer weiter runter geht. Muss man natürlich schauen, wenn das losgeht, ist der Hype natürlich da. Am besten dann die Spieler verkaufen, die man einkauft. Also ja, und für die TDW SBC wird man 83er Team brauchen. Also kauft schön günstig 83er, das sollte jetzt eigentlich auch noch ganz gut gehen. Jetzt ist der Markt eh ziemlich down. Ich gucke lieber noch einmal schnell. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber ich gucke lieber einmal schnell, ob das überhaupt stimmt, was ich hier laber, dass die 83er noch ziemlich weit unten vom Preis her sind. Aber ich tippe mal ja. Ich wüsste nicht, warum sie weit oben sein sollten. Ja gut, ja okay doch, das geht aber noch 1,8. Ja, vielleicht für 2 mitnehmen. Für 2K könnte man die auf jeden Fall mitnehmen, die 83er. Bei 84ern ist es ein bisschen kritischer. Guckt da am besten auf Footbin, die sind ziemlich gut, was das angeht. Cheapest Player bei Rating und dann guckt ihr bei 84ern, die sollten so bei 3-4K sein, denke ich mal. Vielleicht ein bisschen weniger und kauft die einfach ein. Bietet, müsst nicht unbedingt schnell kaufen, dann kriegt ihr die meistens günstiger, wenn ihr bietet. Und ja, wie gesagt, 83er, 84er wird man auf jeden Fall brauchen, auf jeden Fall. Und bei den Informs kann man natürlich auch gerne ab 80 investieren. 80er Informs oder 83er, so dazwischen irgendwie investieren. Am besten auch bieten oder halt snipen, je nachdem.
Ja, ich denke mal, das sollte einem klar sein. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu den SBCs. Es gab einen offiziellen SBC-Plan von EA zu dieser garantierten TOTS Spieler-SBC, wo man halt einen garantierten bekommen hat aus dem Team, was gerade dran ist. Was gerade dran ist. Da war es nämlich so, es gab immer Sonntag und Dienstag eine garantierte Ligen-SBC. Also TOTS Ligen-SBC, wo man einen Spieler aus dieser Liga als TOTS bekommen konnte. Angefangen hat EA mit dem Community-Team und der Football League, also EFL, zweite englische Premier League oder zweite englische Liga, sollte wahrscheinlich auch jeder kennen. Letztes Jahr war zum Beispiel so ein Cécignon und so drin, war nicht so schlecht der Typ, aber hatte halt so eine Player of the Year Karte, also hat eigentlich keinen Sinn gemacht. Auf jeden Fall haben sie damit angefangen. Danach kam schon die Premier League, danach die La Liga, Bundesliga, Serie A, League A und dann das ultimative TOTS aus dem besten Team oder die besten Spieler in ein Team gepackt. Zum Beispiel war da drin ein Salah, ein Ronaldo, da noch bei Real Madrid, ein Messi, ein Suarez, ein Lewandowski. Halt die besten Spieler, die als TOTS draußen waren. So. Und ja, da brauchte man, ich glaube, am Anfang zu dem Community-TOTS brauchte man noch kein TOTS, oder? Doch, ich glaube, da braucht man einen. Kauft dann auf jeden Fall, bevor die SBC rauskommt, weil die kam nicht gleich am ersten Tag, kauft die noch für 20k ein. Es wird die nämlich am Anfang, bei der ersten oder nach der ersten Lightning Round, wird es viele aus der zweiten Liga noch für 20k geben. Das wette ich mit euch und kauft sie da einfach. Die sind nämlich, als die SBC rausgekommen ist, auf 35, 40k gegangen. Da kann man dann natürlich ziemlich krass viel Gewinn machen. Also, oder ihr wollt die halt selber machen günstig, ne? Dann bietet sich das natürlich auch an. Aber falls ihr hier seid, um Gewinn zu machen, dann macht es auf jeden Fall so, dass ihr die am ersten Tag, wo das erste TOTS-Team draußen ist, einfach mal investiert und eure Münzen in die TOTS investiert. So. Dann, ja, was ist das eigentlich? Mehr habe ich hier nicht auf meinem Zettel stehen. Das war jetzt ein kleines Infovideo. Ich hoffe, also ich habe echt viel gelabert. Ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen mitbekommen. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können. Ich habe hier nochmal vom letzten Jahr die Termine, beziehungsweise ja doch die Release-Termine von den TOTS. Und zwar gab es vom 27. April bis 4. Mai das Community, was man ja selber wählen konnte, beziehungsweise die Community wählen konnte, und die englische zweite Liga als TOTS. Und am 4. bis 11. Das Premier League TOTS, am 11. bis 18. La Liga, am 18. bis 25. Bundesliga wird per Fanvoting bestimmt. Also dürfen wir da auch wählen, wen wir da so drin haben wollen. Am 25. Mai bis 1. Juni das League A und Serie A, also die kommen zusammen. Und am 1. bis 8. Juni kommt dann das Ganze, beziehungsweise die ganzen besten Spieler des oder der Teams in ein Team. Und da kann man die dann nochmal ziehen. Außerdem gibt es jede Woche 10 der 50 Rest der Welt-Tot-Spieler. So war es zumindest FIFA 18. Es kann sein, dass es in FIFA 19 wieder anders sein wird, aber man wird es sehen. Die hatte man, bin ich der Meinung, durch Weekly Objectives bzw. Wochenaufgaben bekommen. Da wird natürlich auch noch einiges kommen, denke ich, in FIFA 19, da sie ja auch mit diesen Karneval und Food Birthday-Spielern in den Wochenaufgaben schon einiges gemacht haben. Denke ich, werden da auch TOTS reinkommen. Und ja, das war's dann von diesem Video. Kleines Infovideo, schon sehr früh zum TOTS eigentlich, finde ich zumindest. Aber dann habt ihr früh investiert, noch sind die Preise relativ weit unten, finde ich. Und ja, dann war's das von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergebracht. Wobei, das wird man dann erst sehen, wenn das TOTS rauskommt. Aber da bin ich mir sicher, Gewinn werdet ihr machen. Und ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Macht den Like-Button blau und den Abo-Button grau.
Folgt mir gerne auf Instagram, da lade ich eigentlich regelmäßig zumindest regelmäßig meine Story Sachen hoch. Nicht unbedingt Bilder, aber ja. Gut, dann war's das. Folgt mir da. Lasst mir ein Abo da. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder zum Stream oder zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.